Super. Ja, hallo, willkommen zu dem Session. Die Juk ist da, was nun? Ich glaube, gestern war eine schöne Auszeichnung für die Juk München. Deshalb haben wir diese Session mal gemacht. Irgendwie hat sich die Juk München doch zu einer sehr erfolgreichen Juk gemausert, sage ich jetzt mal, die doch ziemlich groß geworden ist. Wir haben im Durchschnitt, sagen wir mal so zwischen 16 und 20 Leute bei uns bei den Treffens dabei. Gestern habe ich mal grob durchgezählt, weil ich es einfach mal wissen wollte. Erst waren 22 Leute von uns aus München hier auf dem Joomla Day. Ja, da war schon ganz stolz dabei drauf. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben viele Jukes in Deutschland, ich glaube 19? 19. 19, genau. Einige davon laufen ganz gut, einige davon laufen nicht so gut. Und darum geht es, sage ich mal, in dieser Session hier. Ich habe mir da so ein paar Themen ausgedacht, um was es da, sage ich mal, geht. Ich glaube, das schwierigste Thema ist, neue Mitglieder im Endeffekt in die Juk irgendwie zu bekommen. Wie kriege ich die überhaupt marketingtechnisch? Wo finde ich die und so weiter? Hat sich auch was Lustiges gegeben. Wahrscheinlich haben wir sozusagen ein neues Mitglied seit gestern in der Juk München, weil sich ergeben hat, ach ja, ich komme da mal vorbei. Auch haben sich andere Probleme ergeben. Wenn man diese Mitglieder irgendwie gewonnen hat, hat man ja auch ein Problem. Irgendwie muss ich die halten. Irgendwie bei der Stange, beim Thema. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ich bin da jetzt mal sehr, sehr gemein. Es gibt, ich finde es absolut super toll, dass Leute sich dazu entschlossen haben, eine Jug zu gründen, diese da zu führen und Mitglieder irgendwie zu kriegen und das Ganze da irgendwie am Laufen zu lassen. Ich habe aber von einigen Leuten gehört, die aus unterschiedlichsten Ecken Deutschland gekommen sind, dass die bei der Juk, die ich gesagt habe, du fahr mal da zu Juk hin, da ist eine Juk, da kannst du hin. Und da war dann so eher das Problem, dass der Juk-Leiter dort gar nicht das notwendige Know-how hat, um vielleicht auf die Fragen einzugehen. Da muss man halt schauen, dass man da vielleicht noch den einen oder anderen mit reinholt, dass man da was machen kann. Was bei uns sehr gut funktioniert hat, an den Events teilzunehmen als Jux selbst. Hat auch für die Jux unheimlich viel gebracht. Pizza, Bugs and Fun. Wir hatten in München waren an drei dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da tun wir immer was. Also wenn so ein Event irgendwo organisiert wird, sind wir dabei. Also das sollte man dementsprechend als Jux-Leiter da halt auch zusehen, dass man dort irgendwie diese Events für die Jux anbietet, dass man da was organisiert. Was wir erfolgreich hinbekommen haben, die Jux-Teilnehmer auch dann dementsprechend auf den Events hierher zu kriegen, weil ich sag mal, die Events wie Joomla Day, JM Beyond, Joomla Camp und so weiter einfach genial sind. Man lernt sich kennen hier, die Vorträge sind super, das Wissen, was man da erlangen kann, der Spaß. In meinen Augen unbezahlbar. Für mich ist das der 9. Joomla Day und ich werde, ja, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, immer hier sein. Also mittlerweile sind unsere, ist das eigentlich so ein Ritual geworden, immer hier zu sein. Was wir auch seit kürzeren machen, ist es mit anderen Jungs zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt in Bayern, sage ich mal, die Jug Nürnberg, Jug Augsburg, Jug München. Vielleicht demnächst noch eine Jug Deggendorf. Mal gucken, ob wir da noch was organisiert kriegen. Friedrichshafen gehört da auch noch dazu. Das heißt, wir haben Ideen, zum Beispiel mit der Jug Friedrichshafen dort Workshops zu machen. Die haben die Räumlichkeiten dazu. Denen fehlt aber, ich sage jetzt mal, einfach den Sprecher dazu, zu gewissen Themen.
ist das, was David auch angesprochen hat. Wenn man jemanden jetzt im Bereich von mir aus SEO oder Security oder irgendwas anderes hat, redet mit den Jungs auch untereinander. Ja? Ladet die mal ein. Also mein Gott, ich bin auch schon nach Nürnberg gefahren, die Nürnberger waren auch schon bei uns. Wir waren auch schon in Augsburg. So fahren wir jetzt halt auch nach Friedrichshafen. Ich sag mal, Marc war auch schon bei uns im Endeffekt. Man ist da nicht allein, man kann sich gegenseitig auch so helfen. Das ist ziemlich wichtig, auch für das ganze Zusammenleben. Man muss ja nicht von alles wissen und dementsprechend holt man sich die Leute aus den unterschiedlichen Jux. Für mich ein sehr großes Thema, diese Treffen abhalten. Wenn eine Juk da ist, dann gibt es Sachen, wo halt steht, derzeit finden keine Treffen statt, bei Interesse bitte melden, E-Mail-Adresse. Ja? Noch was schlimmer, was ist, ein Jugendtreffen anzusagen und dann 3 Stunden vorher Absagen, ja. absagen. Das ist Wenn man auch so ein dann Thema. 5,5 Stunden durch Deutschland fährt, steht vor der Location, guckt noch mal drauf, ob man am richtigen Platz ist Und es ist keiner und da. ist abgesagt. Es Du ist. stehst in deinem Gymnast-T-Shirt da und es stehen neben dir 5 neue Leute. Scheiße. Ja. Hast du die Look abgehalten? Ja. Es ist wirklich ein Riesenproblem. Das klingt blöd, aber es darf nicht passieren. Es darf auf keiner Es Weise darf in passieren. keinem Fall passieren. Wenn ein Termin eingetragen ist, dann findet der statt. Ich weiß, das klingt blöd, auch wenn keiner kommt. Aber ich sag mal, wir beide, Tom und ich, kennen das genauso. Ich saß schon mal alleine da, weil Tom konnte nicht, war irgendwie krank und dann saßen wir da alleine. Und dann denkt man sich so, oh gut, trinke ich noch ein Bier, esse noch was, wenn keiner kommt, dann fahren wir halt. Wir saßen auch schon zu zweit da. Bei mir war es auch so, ich saß alleine da und Ja. ich wusste, ich werde alleine da sitzen und dann kam tatsächlich jemand, der sich nicht angemeldet hat. Ist Ja. hier die Juck? Dann saßen wir zu zweit, haben uns super Genau. unterhalten und es war für die fremde Person ein super Erlebnis und wir haben wieder jemand Neues kennengelernt. Das ist. Das habe ich meinen Jungs auch immer gesagt, es wird abgehalten. Jetzt das letzte Mal ist es in Koblenz leider schief gegangen. Man hat eine Stunde vorher abgesagt, dann stellt sich bitte einer von Ja, Ort im schlimmsten Fall und und sagt, sagt, hier, es es ist findet wirklich, nicht also wir statt. haben ja auch Leute dabei, so wie Angelique und Dominik, die haben über eine Stunde Ja. Anfahrtsweg, ich im Endeffekt genauso. Das ist halt einfach für jemanden, der da neu in so einer EU kommt, katastrophal. Die Treffen, die da angesagt sind, müssen stattfinden. Und das nächste ist, Treffen wirklich mal definieren. Es kommt niemand, es meldet sich niemand auf eine E-Mail-Adresse, wenn da steht, es findet kein Treffen statt, bitte meldet euch mal gerade. Das tut kein Mensch. Tragt da Termine ein, denkt euch eine Logik aus und dann werden diese Termine im Endeffekt auf der Webseite dargestellt und dann müssen diese Dinge stattfinden. Ansonsten wird eure Juk katastrophal an die Wand fahren. Das ist das, was wir erfahren haben. Deshalb wollen wir das einfach mit rübergehen. Ihr müsst nicht die gleichen Fehler machen, die wir gemacht haben. Und dementsprechend von mir die ganz große Bitte, wenn erstens definiert eure Termine am besten ein Jahr im Voraus. Also unsere Termine für 2019 stehen schon komplett fest. Sind eingetragen, hinterlegt, komplett. Workshops noch nicht. Da machen wir zum Beispiel. Es sind geplant 4 Workshops nächstes Jahr, vielleicht werden es auch mehr. Es werden garantiert mehr, also 4 bei uns auf jeden Fall, aber unter Umständen dann halt dementsprechend in Friedrichshafen, vielleicht auch in Augsburg oder Nürnberg, je nachdem. Und dementsprechend darauf und dementsprechend sind die User dann auch, ui, da findet was statt. Okay, ich kann vielleicht jetzt gerade nicht im Dezember, weil irgendwas anderes, aber dann komme ich im Januar, weil ich weiß im Januar, ich trage mir den Termin sofort ein. Es ist extrem wichtig, sonst kommt kein Mensch. Was auch völlig irgendwie ja, vergessen wird, ist zu informieren.
bei einigen Juk-Seiten fehlt extrem viel Informationen darauf. Informiert die Leute darüber, was gibt es Neues. Also von den Terminen, von der neuen Joomla-Informationen, wie war der Joomla Day, wie war Joomla Camp, wie war JM Beyond, dass diese Events auch stattfinden und so weiter. Und es ist auch super, super einfach, das auf der Juk-Seite ohne großen administrativen Aufwand zu integrieren, indem man einfach den RSS-Feed der verschiedenen Seiten abgreift und die darstellt. Ja, banal, banale Funktion, Joomla alles integriert. Joomla.de zum Beispiel. Also alleine schon, um die neuen Joomla-Versionen natürlich anzukündigen, um natürlich auch um andere Informationen dort. Org, hast du mehrere Kanäle, die du anzapfen? Genau, Org haben wir halt einfach, genau, wir haben es ja, einfach Org nicht eingezeigt wegen englischer Sprache oder so, ja, aber natürlich kann man das genauso. Auch im Endeffekt verlinkt euch untereinander. Das wird irgendwie auch ständig irgendwie vergessen. Wir haben so viele Jukes und manchmal sitzen die relativ nah aneinander, wo man halt auch mal schauen sollte. Und ich sag mal, es sind jetzt hier auch ein paar Juk-Leiter da, wo man sagt, redet untereinander. Man kann da wirklich viel zusammen machen. Und das Größte und Wichtigste, was wir, glaube ich, auch so in den letzten Jahren gelernt haben, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es dauert Jahre. Vielleicht gibt es so ein paar Punkte, wir haben ja nachher nochmal eine Session für die Juk-Orga-Leiter, wirklich nochmal so, nochmal ein bisschen anders, wo ich auch nochmal auf ein paar andere Themen eingehen möchte. Aber um so eine Juk, ich sage jetzt mal, im deutschen Raum zu etablieren, dauert es Zeit, viel Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Alleine jeder, der eine Webseite neu baut und die bekannt machen will mit dem Kunden, das Marketing dahinter, das braucht halt einfach. Da kommen nicht übermorgen zum nächsten Treffen 20 Leute. Wäre schön. Aber das ist leider nicht so. Da müsste man halt wirklich ansetzen, was man da alles irgendwie tun kann. Zusätzlich wo kriege ich die Mitglieder her? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Habt ihr ein paar Ideen, wo ihr die User herkriegt? Hau raus, Felix. Ja, hier. Ja? Wäre doch so der erste Punkt. Ist definitiv ein Punkt. Ja, weil auch, wie gesagt, wir haben gestern durch Zufall, man redet untereinander, stellt fest, ja, ich bin in der Nähe, ich werde jetzt mal zu Juk München fahren. Eigene Facebook-Gruppe. Andere Web-Events besuchen. Andere Gruppen besuchen. Andere Gruppen besuchen. Xing genau. Nutzen. Xing ist eine ganz lustige Geschichte. Ist eine Frage. Der Marco hat mich im Endeffekt als Administrator in der deutschen Xing-Gruppe gemacht. Ich habe dann auch mal das Joomla Day Event eingetragen, weil das hat irgendjemand vergessen. Kommt mal vor, man denkt, wir haben zu viele Kanäle. Ne? Also Xing, wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben die normalen Webseiten, wir haben irgendwie tausende von Foren. Irgendwo geht natürlich das eine oder andere mal unter. So. Er ist die Frage, will man zum Beispiel jeden Juk-Termin, den man hat, dort in die Xing-Gruppe zum Beispiel integrieren? Ja, ist die Frage, dass es nämlich hat nur ein Problem auf Xing. Das kann nämlich nur ein Moderator. So, im Moment gibt es zwei. Scheiße, ich bin weg. Ja, entweder wir tun die Juk-Leiter als Administratoren da hinzufügen, denke ich, was das geringste Problem ist. Und jeder trägt die Daten da ein. Ich glaube, da kriegt man sehr, sehr viele Leute. Wir haben aber auch noch ein paar andere Wege. Community.org. Ich erlebe immer wieder, dass Leute aus Deutschland auf das Forum und auf die ganze Plattform dort auch schreiben, hier und da, ich suche Leute in Deutschland, die waren gar nicht auf joomla.de, ich weiß nicht warum, aber die sind da hingekommen.
Da können wir Leute herholen. Natürlich von Joomla.de. Da werde ich dann wahrscheinlich, ich habe noch nicht nachgeguckt, aber wenn Tom wird mir das jetzt beantworten, ist in deiner Signatur, in deinem Forum ein Link zu Joop München? Ja. Sehr gut. Sonst hättest du jetzt einen Karton am Kopf gekriegt. Ist halt auch banal. Die Leute, die sich da in das Forum engagieren, warum sollte man nicht in der Signatur da halt auch aufmerksam machen? Der eine oder andere liest das. Hey, da gibt es einen Juk, ganz in meiner Nähe. Ist ja toll. Warum nicht? Ist ein Thema. Was ich vorhin schon erwähnt habe, Links von den anderen Jukes. Die gegenseitige Verlinkung. Tom hat schon gesagt, Facebook. So langsam haben wir da schon so ein paar Punkte drauf. Das ist schon langsam viel, ne? Kommen noch ein paar mehr. Wer managt das? Falsch, ich nicht. Wir haben ein cooles Konzept bei uns in der Juk. Wir haben die Aufgaben verteilt. Die Angelique zum Beispiel und der Tom macht zum Beispiel im Endeffekt die Facebook-Geschichten. Das heißt, jeder von uns in der Juk macht einen Teil. Das heißt, nicht der Jugendleiter, meistens sind's ja, sollten es jedenfalls zwei sein, auch wegen Org und so. Jeder hat da irgendwo so eine kleine Aufgabe und dadurch liegt die Last nicht auf einer oder auf zwei Personen. Das ist unheimlich erleichtert. Ja, Christian, das kannst du machen, wenn du ein paar Mitglieder hast. So eine Scheiße, wir beißen uns wieder im Schwarz. Klar, in der ersten Zeit muss ich da natürlich ein bisschen mal investieren und machen und tun und mal einrichten und dass da was läuft. Irgendwann ist das ein Selbstläufer. In dem Fall vorher durchhalten. Ja. Man muss ja als Juk nicht unbedingt sofort eine eigene Facebook-Gruppe haben. Da reicht es ja, wenn man in die Facebook-Dachgruppe einfach immer wieder die Events postet und es ist wirklich nur 5 Minuten. Also man kann ja klein anfangen, muss ja nicht. So wie der Tom, sage ich mal, mehr als aktiv ist im Forum. Dementsprechend auch darauf gibt es ja, es gab da ja mal so einen Kanal, da hat der Marc ja mal versucht, da was aufzubauen und da hat sich kein Arsch gemeldet. Das Board gibt es immer noch, aber es tut da keiner von den Jugendleitern oder auch jemand anderes mit irgendwie reinschreiben. Ja, diese Diskussion gewesen war, weil wir halt auch parallel einen Clip, einen entsprechenden Chat hatten. Dann hatten wir in Facebook einen entsprechenden Chat. Der eine sagt, ich gehe nicht in Clip, weil der andere sagt, ich gehe nicht ins Forum. Das ist auch so ein Thema. Da kriegst du einen Affen. Alle Jugendleiter, die hier sind, sind in Glip-Chat. Ja. Gut. Auch da werden, sage ich mal, in Zukunft wahrscheinlich mehr Informationen kommuniziert werden. Es sind da noch so ein paar Projekte im Hintergrund, die ich da mit Felix ausgeknobelt habe. Da kommen noch ein paar schöne, coole Infos demnächst. Wir müssen miteinander mehr reden. Kommunikation, wie ich immer so schön sage, weil ansonsten weiß das keiner. Forum ist eine gute Anlaufstelle dafür. Da reden sehr, sehr viele, passieren sehr, sehr viele Posts. Und wenn man halt irgendwo merkt, der eine kommt da halt da und der andere kommt da, und man wird ja auch durch diese ganzen Foreneinträge, irgendwann kennt man sich ja denn doch so ein bisschen, warum sollte man sich da nicht mal irgendwie treffen oder so. Was völlig unterschätzt wird, das Thema SEO. Es gibt Jukes, ich nenne keine Namen, aber es ist katastrophal. Wenn im Titel Home steht, ist das scheiße. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ja, da sollte dann schon irgendwie Joomla User Group Köln stehen. Gut, David hat es drin. Ich bin jetzt gemeint. Nein, aber es ist wirklich banal. Es sollte berücksichtigt werden, dass die Ortsbezogenheit, die Lokalisierung beachtet wird, auch in den Texten, die ihr schreibt. Ja, also wir in München haben noch das Problem, wenn du Juk München bei Google eingibst, prügeln wir uns grundsätzlich mit der Java User Group um Platz 1. Ja, das Lustige ist, das ist die Java User Group. Mittlerweile taucht da die JavaScript User Group auch mal irgendwann auf. Das heißt, da ist so ein bisschen Kampf.
Und irgendwann sollte ich da vielleicht dran denken, dass ich gewisse Wörter und Themen mal anders beschreibe. Dann klappt das auch. Sing hatten wir schon gesagt. Wenn ihr da rein wollt, schreibt mich an oder schreibt Marco an. Wir fügen euch da hinzu und ihr könnt machen. Oder so. Rein, zack, fertig und freischalten und macht eure Events da. Was wir auch festgestellt haben, war ein schöner Punkt von UFOG, sprich, man redet mal mit den Jungs wieder. Meetup. Kennt jemand Meetup? So. Ja, scheiße, kostenpflichtig. Kommt gleich noch was zu. Wir haben die Gruppe einfach mal gemacht. Ich habe gesagt, okay, komm, ich zahle das jetzt, ich mache das jetzt. Mal gucken, was da rumkommt. So. Cool. Nach, ich glaube, 24 Stunden haben wir 10 Leute in dieser Gruppe gehabt. Und ich dachte, okay, 10 in der Gruppe. Mittlerweile ist das Ding, ich glaube, 1,5 Monate aktiv oder so. Ich glaube, 28 ist die letzte Zahl, ansonsten müssen wir gleich live reinschauen, aber ungefähr 28. Das ist schon ein ganz guter Kurs. Da sind Leute da in der Gruppe drin, die eh schon bei uns auf der Juke sind, aber auch natürlich viele neue. Und die schauen halt, okay, komme ich oder komme ich nicht. UFOG zum Beispiel hat mir erzählt, in der, man kann es ja auch nachsehen, in der Juke Hamburg sind es, glaube ich, irgendwas um die 56 Leute in dieser Gruppe. Wie viele dann wirklich immer effektiv kommen, haben wir jetzt mal dahingestellt, aber da ist was da. Problem an der Geschichte, es kostet Geld. So. Ja, hau raus. Also ich habe ein anderes Projekt mit Meetup gemacht, da ging es um andere User-Group. Ich habe mich angemeldet, einen kostenpflichtigen Account. In dieser Veranstaltung ist der Raum deckelt an. Wir hatten angemeldet, ursprünglich für Mitglieder waren 12 Leute, wir waren nachher 108 Leute. So, kleines Platzproblem, ne? Hast du die gestapelt, oder? Wir waren zum Glück eingeladen. Was hat der Brandschutz gesagt? Das war unser Glück, dass wir bei einer Firma eingeladen waren, im Restaurant oder so in der Location, wäre ein bisschen blöd. Was ich aber zum Meetup Negatives sagen muss, ist, die Mitglieder, die keinen kostenpflichtigen Account haben, werden extremst mit Werbung zugeballt. Also man sollte das Meetup nicht als alleinigen Weg gehen. Nein, man sollte gesamtes Marketing gesamt sehen. Ja, das ist einfach auch ein Test. UFOG hat mir das mal empfohlen. Aus Berlin, sage ich mal, kam auch mal die Meldung. Ja, haben wir auch mal probiert, es läuft hier und da. Es ist genial. Jetzt kommt das Positive daran. Es liegt gerade am Finanzamt Aachen. So viel kann ich sagen. Wenn die Scheiße endlich geklärt ist und das okay ist, ist die Finanzierung für die Jukes für dieses Thema sichergestellt. Das heißt, JM Beyond e.V. wird in dem Falle indirekt die Kosten dafür übernehmen. Wir werden ein Juke-Sponsoring-Programm aufstellen. Das Ding steht auch schon. Es muss nur gerade noch abgesegnet werden, dass wir die Gemeinnützigkeit vom Verein da wiederhergestellt kriegen. Dann ist das Thema durch. Dann sind diese Kosten für die Jukes abgedeckt. Das heißt, ihr habt keine Kosten. Thema hierzu. Ja, wenn du schon da sitzt, willst du was sagen? Server? Ja, Christian ist irgendwann auf mich zugekommen und meinte, nee, es gibt immer so Kostenfaktoren in der User Group, die regelmäßig anfallen, die man ja mal dann irgendwie umgehen könnte. Wir sind da mit Mitarbeiter, weil ich dann arbeite, auch in Kontakt mit ihm, damit, was können wir da machen. Aktuell arbeiten wir daran, einen Server bereitzustellen, wo alle Joomla User Group Seiten in Deutschland halt drauf laufen können. Und das über Sponsoren zu regeln. Da sind wir jetzt gerade so in den finalen Zügen, das mit dem JEP-Vorstand untereinander einmal zu klären, wie wir das machen wollen. Also ganz groß Dank dafür. Das heißt, ihr müsst da nicht irgendwie auf eure Kosten irgendwo bei Dandler Hoster XY irgend so einen 1,99 Euro Account nehmen, wo es nur Probleme gibt, sondern ihr habt da dann
auch da eine Möglichkeit, dass diese Kosten abgefangen werden können. Zusätzlich gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, an Mitglieder natürlich zu gewinnen. In München gibt es sowas, in Nürnberg gibt es sowas, nennt sich Webwoche. Ja. Bei uns heißt es Isartaler Netz, das ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen tot. In Nürnberg klappt das ein bisschen besser. Je nachdem, was bei euch so in der Umgebung passiert, schaut da mal nach, was da ist und versucht da als Juk aufzutreten. Wenn ihr da Hilfe braucht, schreit. Irgendjemand ist immer da. Ihr seid da nicht alleine, wenn sowas jetzt, ich sage jetzt mal, Chemnitzer Linux-Tag ist aber euch da jetzt, sag ich mal, um die Ecke. Ich war auch schon da. Wenn was ist, sagt Bescheid. Auch Gerald ist in der Ecke. Ich weiß, auf den kann ich mich auch verlassen. Man kriegt da was hin, man ist da alleine, man steht da nicht alleine am Stand oder sonstiges. Wir kriegen da was hin. Ja. Chemnitzer Linux-Wochen wird von CMS Garden unterstützt. Stimmt, CMS Garden ist ja da auch noch drin. Ja, super Hinweis. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, diese lokalen großen Geschichten da auch zu nutzen. Ja, und wofür sind die Idee gewachsen? Ja, natürlich. Also wenn euch da so eine Veranstaltung ins Auge fällt und sagt, könnte für uns interessant sein, dann kann man ja mal rumfragen, okay, wie können wir das machen? Also das ist ja nicht so, dass der Verein jetzt hier auch keine Kisten hat oder Bannerwerbung, wo man sagt, hey, komm, wir haben da was, wir schicken das zu euch hin und dann baut man das auf und damit nicht irgendwie einer da alleine steht, vielleicht findet sich da einer aus Berlin oder aus, ich sage jetzt mal in dem Fall für Chemnitz, aus Berlin oder sonst wo oder Nürnberg, der halt einfach nochmal mit rüberfährt. Warum nicht? Also die Möglichkeiten sind ja da. Man muss untereinander ein bisschen mehr reden, glaube ich. Generell ja. Kann man überall mitgehen, wo der CMS-Garten mit dabei sind, dass immer wieder Joomla-Leute besuchen, die dazustehen. Genau. Bei uns war das die Internet World. Ja. Da kann man dann als Joomla-Menschen stehen und gleichzeitig als Hip-Leader oder. Also Chemnitz hat der Gunther und ich zum Beispiel gemacht. Wir haben den ganzen Standmanagement gemacht für den CMS-Garten. Ja. Das ist dann kein Problem. Und auch einfach mal, wenn man wirklich so einen Ansager hat, auch mal den CMS-Garten ansprechen. Ja, es gibt im CMS-Garten entsprechendes Material wie Beamer, Rückwände und so weiter, die wir auch für Urlaubs, unsere alles im Grunde genommen nutzen können. Es ist alles da. Also wenn ihr da als Jug da irgendwas braucht, das kriegen wir hin. Aber klar, wir haben ja auch noch so, wie halte ich meine Mitglieder? Nicht so, ich komme einmal, habe meine Antwort gekriegt, wenn ich ein Problem hatte, bin weg und komme nie wieder. Ja, ich glaube, wir haben ganz schön lange gebraucht. Also wir haben nächstes Jahr im März unser 100. Treffen. Wir sind schon ein paar Jährchen, die wir da auf dem Buckel haben. Wir haben positive Jahre dabei und Scheißjahre, muss man so sagen, wie es ist. Ich glaube, das wird jede Juk haben. Wir haben festgestellt, auf die psychologische Geschichte natürlich, den positiven Effekt von diesen Treffen an die Mitglieder zu geben. Dass die nach diesen Treffen sagen, hey, das hat mir was gebracht, ich komme wieder. Das bringt unheimlich viel. Ja? Das bedeutet am Anfang, dass ich nicht immer irgendeine Session dabei sein muss. Das ist schön, das ist gut, aber je mehr Leute da ist, kann man das dann nachher verteilen. Sonst liegt das alles immer nur beim Jugendleiter oder an den, die stimmt. Ja. Wir haben es halt in Frankfurt zum Beispiel gesehen. Wir haben uns jahrelang im Restaurant getroffen, im Nebenraum. Da war dieser soziale Aspekt noch dabei. Ja. Wir waren zeitweise um die 50 Leute in dem Raum. Dann sagte Alexander hier, wir können das auch bei mir im Büro machen. Nur das Problem war, die ganzen Leute mussten komplett durch Frankfurt durchfahren, ins andere Ende der Stadt. Da gab es nichts zu essen und auf einmal machte die Kurve diesen Weg. Ja, das ist bei uns, ja, haben wir auch gemerkt. Genau. Wir haben halt auch eine sehr, sehr gute Location, die der Christian Hamberger durch Zufall organisieren konnte. Wir haben auch einen Nebenraum im Gasthaus und
Wir haben den Vorteil, dass wir dort, sag ich mal, einen relativ großen Fernseher haben oder auch eine Beamer-Leinwand, wenn wir einen Beamer hinstellen können. Thema Beamer. War mal was. Ja, da war was. Ja, ja. Wir essen erstmal gemeinsam, ganz entspannt, dann trudelt der ganze Haufen da so rein. Und dann, je nachdem, wer was vorbereitet hat, halten wir kurze Vorträge zwischen 1 und 3 Stück, je nachdem. Und es machen halt auch die Mitglieder, also nicht nur Tom und ich, was bei manchen Jukes halt einfach so läuft, sondern halt jeder. Und das kommt sehr, sehr gut an. Wir, ja, tun im Endeffekt die Mitglieder dort wirklich animieren, um da was zu erreichen. Ja? Wir haben die Mitglieder, die haben wirklich nur eine ganz einfache Vereinsseite, die mit Joomla läuft. Und die kommen dann und sagen, ich würde das Projekt einfach mal vorstellen und schon ist eine Session da. Ja. Sind auch viele Leute, die dort ihre Projekte auch vorstellen, was sehr, sehr interessant ist. Weil, ich sag mal, der Robert hat da jetzt gerade so ein Projekt, das muss er noch vorstellen, wo man einfach sagt, ey cool, wie hast du das gelöst und was sind da für Features bei, erzähl doch mal und so weiter. Ich habe sowas auch mal gemacht, wie baue ich ein Menü mit 120 Menüpunkten, ohne dass es auffällt. Kommt danach gleich eine Session. Ist aber nur so ein Nebeneffekt. Aber da ist das im Endeffekt wirklich, wie geht der eine oder andere an gewisse Lösungsansätze an, wo man halt sagt, wie kann man das lösen? Das ist cool. Vergleich, der Robert hat mal Vergleich, weil sie halt auch hier und da mit WordPress zu tun haben, wo ist so der Unterschied, was macht die mehr Spaß, was ist bei dem einen CMS-System gut, so Gegenüberstellung, alles schon da gehabt. Der Florian hat Vorträge gehalten, zum Thema, wie kann ich gewisse Sachen programmieren. Benjamin hat ja auch schon Vorträge gehalten, seine Keynote stammt ursprünglich aus der Juke. Ja, solche Geschichten entstehen in der Juke und werden dann teilweise auch hier nochmal in größeren Rahmen teilweise ausgeführt. Auch entstehen über die Joomla Days hier in der Juke Workshops. Auch da ist das möglich. Und man muss da halt noch ein paar Sachen irgendwo natürlich machen. Wir haben dann nachher noch eine Session als Juke Orga, wo wir nochmal um ein paar Punkte ziemlich intensiv, sage ich mal, drauf eingehen. Aber wenn die Juke da ist, das größte und schwierigste Problem ist erstmal die Mitglieder haben, diese zu halten und einfach diesen Durchhalteffekt haben. Und jeder, der die Juke leitet, weiß manchmal, wie schwierig das ist und das wird dauern. Aber es wird gut. Definitiv. Weil es, ich sag mal, man sieht es in Köln, die läuft super. Ja, also da sieht man schon, dass das Jukes da einfach laufen. Größte Problem wahrscheinlich, aber das ist dann eher für die andere Session, ist das Location-Problem. Da haben viele arge Probleme, was das angeht. Das Problem zu lösen ist nicht unbedingt einfach, aber wenn es dann mal gelöst ist, schauen wir mal. Also wir arbeiten da auch noch ein bisschen was. Vielleicht wird die Juke Hannover ja demnächst mal Unterstützung kriegen, wegen Zaunfall. Der Felix wird das schon machen. Habe ich dazu verdonnert. Die Jukes brauchen auch Unterstützung. Holt euch Leute. Die Leute sind hier. Ja, wenn ihr da irgendwo eine Juke habt, man sieht teilweise, aus welcher Gegend denn die Leute kommen, redet mit den Leuten, wenn ihr feststellt, hey cool, der kommt irgendwie 20 Kilometer weiter so ungefähr, man trifft sich dann hier, dann holt die Leute mit ins Boot, sprecht die an, holt sie her. Ja, das war es erstmal von meiner Seite aus. Habt ihr noch irgendwelche, könnt ihr da noch drüber reden? Ja, komm, hau raus. Warum uns das so wichtig ist, ist die Arbeit mit der JUK, das ist Arbeiten an der Basis für die Community. Wenn wir an der Basis, in der Basis schon keine neuen oder die Joomla-Nutzer halten können, dann haben wir Probleme, auch Probleme mit der ganzen Community.
Basisarbeit finde ich es unheimlich wichtig. Deshalb ist immer auch das Thema Jugendwart. Es ist genauso, ja, der Junior Day ist ja jetzt dieses Jahr so ein bisschen auf ein gewisses Ziel vielleicht ausgerichtet. Ja, auch das ist ein Effekt. Wie sehen die Mitglieder der Jugs aus? Ist das der Vereinsbetreuer oder ist es die Agentur, die dort kommt? Wenn die Agentur zu so einem Jugtreffen kommt, weil sie sagt, ich möchte was lernen, sage ich mal, hat der Jugendleiter in Anführungszeichen die Verpflichtung, was zu liefern. Ich drücke es jetzt mal so aus, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich persönlich sehe es so. Es ist schwierig, den Spagat zwischen den zwei Kunden zu finden. Ja, definitiv. Das ist für 2019 in unserer Region so gelöst, dass wir ein Webfrühstück einführen werden. Ja, ist auch eine coole Idee. Mhm. Ja. Das heißt, Agenturen werden direkt eingeladen, die speziell jetzt auf die Profis ansprechen. Gucken, ob das Neue funktionieren wird. Lass ich mich überraschen. Das sind Themen. Problem ist halt einfach, also ich hatte den Fall wirklich gehabt, ehemaliger Arbeitskollege von einem anderen Standort. Der wollte sich weitaus mehr mit Juna auseinandersetzen. Ich habe gesagt, ja, bei dir in der Ecke ist eine Jugend, geh mal da hin. Dann geht er da hin, kommt wieder, ruft mich nächsten Tag sofort an und sagt, Alter, war ganz nett, aber ich wusste mehr wie der andere. Und er wusste noch nicht wirklich viel. Das ist natürlich ein Problem. Ja, wir brauchen da natürlich auch Know-how. Ich sage nicht Einzelperson-Know-how, sondern wir brauchen Masse. Ich sage mal, Tom hat sein Spezialgebiet, ich habe mein Spezialgebiet, der Benjamin macht sehr, sehr viel bei uns, hat ein Spezialgebiet, Angelique hat ihr Spezialgebiet, aber wir bündeln das. Und dadurch haben wir ein ganz anderes Auftreten für neue Mitglieder, die sich dann auch dementsprechend wohlfühlen. Die sagen, hey, cool, ich kann mich mit den Leuten unterhalten. Ich kriege da Wissen, wir unterhalten uns auf einer gewissen Ebene. Das ist vielleicht auch ein Punkt, das darf man nicht vergessen. Wenn ihr sagt, ich bin da jetzt vielleicht nicht so gut, ich kann jetzt nicht programmieren oder so, dann sollte ich schauen, wie kann man vielleicht einen Programmierer für Joomla, für die Jugend irgendwie gewinnen. Ja, die laufen ja hier rum. Ist ja vielleicht ein Thema. Ja. Sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Also ich komme ja aus dem Bereich Göttingen. Gibt es dort Jux? Oder ich wünsche mir generell mehr Austausch und ich kann jetzt Agentur halten. Wir machen das vereinstechnisch. Herzlichen Glückwunsch als neuer Jugendleiter in Göttingen. Obwohl, er hat ja Hannover in der Nähe, ne? So, jetzt ne, kommen wir halt dazu. Hannover ist halt noch eine Stunde. Hol dir den ran! Also wir können ja auch noch einen fliegen Leiter, der von mir unterstützt wird. Da reden wir dann. Ja, mach das, das mach ich auch. Also da war jetzt einfach mal die Frage, was im Umkreis halt noch da ist, weil das totes Land wir durch. Es gibt eine Jugendkarte auf Joomla.de. Okay, die habe ich schon mal gesucht und nicht gefunden. Auf Community okay. Oben gehen, da sind die Jugs Deutschland schön auf Karte sogar eingeblendet. Da sind sie alle drin. Ja, Hannover ist dann, aber kommen wir vielleicht noch ein bisschen. Die gehört zu den Seiten, wo draufsteht, keine Termine. Von der anderen Seite nach Hannover ran. Okay. Ja, macht was. Von mir aus macht die Jug Hannover da wieder lebendig. Weil die ist macht gut. Absolut Sinn, in der Region was zu machen. Ja. Nächste von der einen Seite aus wäre Fulda. Oh Gott, das ist schön, das ist ja auch schon die halbe Weltreise. Ja. Eine halbe Stunde fährt man gerne mal irgendwo hin, aber danach. Also, wir haben zum Beispiel in Koblenz Personen, die bis zu 2 Stunden anfangen. Ja, also, habe ich gestern auch gehört. Das Genialste, was wir hinkriegen müssen, wer es kennt, Schraubenkönig wird, die haben sich mal so ein Ziel gesetzt, alle 50 Kilometer eine Filiale aufzumachen. Mittlerweile haben die es sogar fast geschafft. Das bräuchten wir eigentlich auch. Vielleicht nicht alle 50 Kilometer, aber ich sag mal, wenn man jetzt einen Umkreis von 100 Kilometer mal irgendwie hinkriegen würde, wäre das ja schon mal, hey,
Da sind wir im Moment sehr weit von entfernt. Also es gibt ja auch, UFOK hat mal die Grafik gemacht, diesen lustigen Todesstreifen, der oben Bremen, Osnabrück im Endeffekt bis runter nahe Dresden. Wir haben unterbrochen. Ah, ihr habt schon unterbrochen, was super ist. Ja, aber da gab es echt diesen Todesstreifen, da gab es nichts. Ja, wo man sagt, warum nicht? Kann mir doch keiner erzählen, dass da keine Agentur oder jemand gibt, der mit Juna da nicht arbeitet. So was gibt es ja nicht. Ich frage mich gerade, in Hannover ist so viel los in Agenturen. Und da ist da nicht eine Juna-Agentur. Der Jugendleiter, ich habe mit ihm gesprochen, er braucht Hilfe. Wie soll er es auch alleine machen? Also das ist klar, das Ganze auf einen funktioniert nicht. Dementsprechend redet miteinander, fahrt dahin, nimmt Kontakt auf. Und dann läuft das auch. Und dann läuft das. Eine Stunde Fahrt ist eigentlich nichts. Ich nö. Muss quer durch München und eine Stunde. Nein, das ist so. Das ist Grenze, ist ja okay. Ja, also von daher. Bombe Leipzig. Ja. Ja, das ist, ich überlege mal nach Dresden zu fahren. Ja, mach das. Ja, ja, mach das. Mit zwei Kindern, Familie und Job und alles ist fit. Aber ja. Was hast du? Ja, klar. Frau bleibt zu Hause. Nein. Muss sie ja dann auch. Ja, ja. Ja, also im Endeffekt schließt euch kurz. Ja. Nee, also von daher. Ja, danke ich für eure Aufmerksamkeit.